Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Battle Report in der Spielebude und auf dem YouTube-Kanal der Spielebude. So rum ist richtig. Verdammte Axt. Tobi ist nicht da und trotzdem ist mal roter Faden dick. Keine Ahnung, wo das herkommt. Wir haben heute wieder Gäste da. Diesmal nicht auf zwei Tischen, sondern auf einem Tisch gleichzeitig. Wir spielen heute ein 2 gegen 1 Warhammer 40k 8. Edition. Möchte ich einmal kurz selber vorstellen, wobei einer muss sich wahrscheinlich fast gar nicht mehr vorstellen, aber wink doch mal in die Kamera da ein. Hi, ich bin Daniel. Und ich bin der Florian, hi. Genau, wir spielen heute 100 Machtpunkte, weil wir noch nicht so hundertprozentig in dem Kleinpunkte-Dings drin sind und auch schnell die Sachen da hinstellen wollten, haben dementsprechend die Armeen etwas ausgemaxt und werden, wir haben das eigentlich in der 7. Edition schon vor, den epischen Kampf aus dem letzten Buch von Gathering Storm ein bisschen nachspielen. Das heißt, Robert Girlyman wird versuchen, Magnus zu zerkloppen und Magnus wird versuchen, Robert Girlyman zu zerkloppen. Dementsprechend spielen nicht wir nur zerkloppen, zum Metfa. Zum Mitfärben, lecker, genau. Dementsprechend spielen wir heute Ultramarines gegen das Chaos, wobei der Daniel mit den Thousand Suns angekommen ist und du bist mit? Mit meinen World Eaters. Genau, ein paar Chormerserker für vorne, ein bisschen Zin für hinten und ganz viel Blau mittendrin. Jo. Das geilste Sandwich des Universums. Das liegt im Auge des Betrachters, aber... Vielleicht. Da ich in der Mitte die Wurst bin und die Brötchenscheiben links und rechts zerkloppen muss, so, Dementsprechend kommen wir auch direkt zu den Armeen. Nein, gar nicht direkt, sondern an dieser Stelle. Wenn auch ihr uns herausfordern wollt, dann kommt auf die Homepage www.spielebude.com. Ich glaube, der Tobi packt es mittlerweile, oder ich überlege gerade doch, der Tobi packt es rein und der Sven schneidet so viele, viele fleißige Helferlein. Auf www.spielbude.com auf jeden Fall, da könnt ihr im Kalender den Samstag, den ihr gerne gegen uns antreten wollt, auswählen. Schreibt eben in die Kommentare rein, welches System, wie viele Punkte und ob ihr einen bevorzugten Kontrahenten habt. Ansonsten ebenfalls im Abspann, ich weiß gar nicht, wo der reingeflogen kommt, aber irgendwo steht es auch da, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf Patreon unterstützen mögt. Damit wir damit natürlich die Armeen und das, was wir zeigen können und auch das Gelände noch ein wenig erweitern können. Last but not least, braucht ihr Zeug, könnt ihr auch immer in unserem Shop vorbeischauen. So, genug des Werbeblocks, auf zu den Armeen und zum Spielfeld. So, hier seht ihr meine World Eater Armee, wobei es nicht alles World Eater sind, es ist halt eine Chaos Warband. Meine Rakku-Auswahl, Karn the Betrayer. Mir gedacht, den probieren wir direkt mal in der neuen Edition aus. Mal gucken, ob er massig Met produziert. Hey, yo. Dann meine beiden Standardauswahlen. Einmal hier Khorne Berserker Wheezy Wig mit Kettenäxten ausgerüstet. Zweimal mit Plasmawerfer, der Rest mit Bordpistolen. Plasmapistole, oder? Plasmapistole. Ich fing gerade an zu schwitzen. Mein Fehler. War nur die Lampe jetzt an mir. Lampenfieber quasi. Alles gut. Dann mein zweiter Trupp, ja, angemalt wie die Pre-Heresy World Eaters. Auch Wheezy Wig mit Kettenschwertern, bis auf der Champion, der hat die Kettenaxt. Mhm. Ansonsten alle mit Bordpistolen, keine anderen Waffen. Dann habe ich hier zur Unterstützung einen Trupp Havox dabei. Der ist nicht ganz Wheezy Wig. Zwei Raketenwerfer, Sergeant und dann die beiden Heavy Bolter setze ich als Maschinenkanonen ein. Yo. Und zum Abschluss habe ich noch einen Predator mitgebracht. Der Predator ist Wheezy Wig, also sprich das, was man hier sieht, das ist auch dran. Zwei schwere Bolter, Maschinenkanone und Sturmbolter obendrauf. Jo, das sind allerdings nicht bei euch Hälfte 50-50, sondern das sind 46, sagst du, ne? Ja, 46, ich habe 46 oder 44 Machtpunkte. Ja. Ich habe ihm ein bisschen mehr gegeben, weil er auch die dickere Armee hat quasi. Nein, da kommen schon ein paar Flügel. Aber fangen wir doch hier vorne mit dem Kleinkrams an. Ja, dann habe ich zweimal 10 Kultisten. Mhm. Eins normal, er hat eine Shotgun und da seine gefährliche Waffe, wie sie heißt. Dann ein Heavy Stubber. Jo. Und sonst haben sie alle auch der Sturmgewehre. Jo, okay. Und das gleiche zweimal. Mal zwei. Okay. Genau. Dahinter habe ich zehnmal die Rubik Marines mit einem Champion der Sorcerer und eine Soul Reaper Cannon. Jo. Sonst ganz normal. Dann 5 Thermis, auch wieder mit dem Sorcerer. Jo. Die haben alle ihre Inferno Boltpistole oder Bolt Inferno. Inferno Sturmbolter, ne? Genau, Sturmbolter, genau. Er hier hat ja noch den Raketenwerfer und er hat auch eine Soul Reaper Cannon, mein einziger Prox. Jo, okay. Ja, und dann zum Schluss mein Magnus. Gerade so kamerafein fertig geworden. Ist doch wunderbar. Ja. Sehr schön, sehr schön. Command Points habt ihr 3 basismäßige. Quasi. Ja, quasi geschenkte. Ne, 3 hat man ja sowieso. Ach so. Aber die 3 durchs Detachment sind weggeflogen, nicht?
Ja. Na. Ja. Ja. Da. Aber kleiner Denkfehler. Hm. Du hast auch noch geguckt, ob du ein zweites HQ reinkriegst, ne? Genau, aber wäre nicht passiert, wenn ich die, das sind 6 Punkte, je 3 Punkte. Ja. Und ein Sorcerer kostet leider 7. Ja. Das haben wir von vornherein nicht bedacht. Aber wenn das 6 sind, und da stehen nur 44, seid ihr genau. Nee, ich habe ja 54 Machtpunkte. Er hat 46 Machtpunkte. Sind doch 46, weil 44 nee, ist dann wäre schon 46, man sind dann ja. Genau die 100. Okay. Also große Typen werden hier Generäle, ja, aber leider keine HQs. Okay. Dann sind das 100 Machtpunkte. Habt ihr ungefähr eine Idee, wie viele Punkte das sind, umgerechnet bei dem Kleinen? Also meins sind 1012 Punkte. Okay. Ich hab's nicht ausgerechnet. Okay, okay. Gut. Das ist das Chaos. Das ist mehr, als ich gedacht habe. Mal gucken. 100 Machtpunkte, knapp über 2000 Punkte, 2063 Punkte. Ultramarines, angeführt wird der ganze Mosh-Club hier vorne von Robbie Girlyman natürlich. Und dann als meine beiden Accuser-Choices, weil ich Ultramarines spiele, einmal Tigurus dabei, einmal ein Captain in Kataphrakti-Rüstung. Der ist auch WYSIWYG, das heißt mit Kettenfaust und Kombi-Melter war es. Kombi-Melter, genau. Mein erstes wundervolles Prox-Modell ist er hier. Der liegt, der eigentlich ist nämlich der Apothekarius auf Bike, gerade noch in Halbgrau bei mir zu Hause in der Gegend rum. Das Modell gab es ja einfach stumm vor dieser Edition noch nicht so richtig. Dementsprechend hat er hier vorne aber sein kleines Tranchiermesser mit dabei und das Modell finde ich einfach, beziehungsweise was das regeltechnisch kann, ziemlich cool. Dann als Standard sind 1, 2, 3 Truppen taktische Marines. Die hier haben einen Flamer, einen Kombi-Flamer und einen E-Faust. Also die haben alle E-Fäuste. Bei Machtpunkten ist das ja egal. Also haben sie alle eine E-Faust eingepackt. E-Faust, er hat eine E-Faust und er hat einen Kombi-Plasma. Gut zu merken an dem Plasma, der ebenfalls mit da drin ist. Und einen Rocket Launcher. Dann hat der Trupp hier auch E-Faust und einen Kombi-Melter zusammen mit dem Melter. Der Melter-Trupp sitzt im Dropod. Der Flamer-Trupp sitzt in einem Razorback, der eine Lasker hinten drauf hat. Die Lasker fliegt unten auch noch rum. Aber das Ding ist schöner von Tobi bemalt. Dementsprechend machen wir da ein bisschen nicht WYSIWYG'en. Jo. Dann, ach so genau, noch ein Standard-Slot. Nämlich da vorne meine Scouts, die es irgendwie gar nicht WYSIWYG gibt. Da Games Workshop im Moment noch mit den Snipern spart und nur 4 anstelle von 5 in die Packung reinhaut. Einmal hier dann dabei ein Jump-Pack-Trupp. Da sind 2 Plasmas hinten dabei. Dann ist ein Eviscerator dabei. Er hat ein Sturmschild und. Wie heißt das jetzt hier? Na, auch eine Plasma-Pistole, genau, so ist es. Richtig. Die hüpfen so in der Gegend rum. Und ich habe mal einen Stomp-Talent eingepackt, der dann auch unten drunter seine Ratatatatat hat und an der Seite den Teil von Missile Launcher. Das sind auf dem Kopf 100 Punkte oder 100 Machtpunkte Ultras nach Battalion aufgestellt, dementsprechend mit 6 Command Points. Wir spielen heute Säubern und Sichern, das ist unser Battlefield. Unsere Missionsziele sind einmal hier Nummer 4, da drüben ist Nummer 1, Nummer 5 hier im Haus, Nummer 6, dann ist irgendwo hier in der Ecke, genau da ist die Nummer 2 versteckt. Und da oben ist die Nummer 3. Das Chaos hat hier vorne die Seite ausgewählt, war mit dem Roll-Off für das Missionsziel setzen. Da konntet ihr das letzte Ziel setzen, deswegen durftet ihr die Aufstellung quasi wählen oder erwürfeln. Wir haben hier einmal die Längskanten und die Zone wählen da drüben. Ich bin mit dem Aufstellen angefangen, trotzdem war das Chaos mit dem Aufstellen fertig und möchte auch prinzipiell ganz gerne den allerersten Zug haben. Oh ja, sehr gerne. Und richtig. Wie wir den haben wollen. Da Robert Girlyman nicht nur unheimlich eitel ist, sondern auch dezent narzisstisch, sagt er, nein, ich würfel jetzt eine 9 und möchte gerne selber anfangen. Voll der Egoist. Ja, mehr Moschen ist besser, vor allem wenn man als erstes schlagen kann. Nein, das ist das Gegenteil davon. Allerdings überlege ich jetzt gerade, ob ich meinen ersten Command Point ausgeben werde. Ah. Weißt du was? Von nix kommt nix. Ich will den ersten so haben. Ein Command Point von meinen 6 ist weg. Ja! Ja! Robot! Du Sau!
Ultramarines Zug 1. Da kommt direkt das Schnitzel wieder hoch. Die Freude ist euch anzusehen. Das ist eine Ironie. Missionsziele für Runde 1. Ich habe hier Demoralisierung. Ihr müsst einen Moraltest verkacken. Wir sind schon demoralisiert. Ihr seid schon demoralisiert. Geschafft. Total. Nee. Nein. Aber die Kultisten. Die hatten nur 5, ne? 5 und der Champion hat 6. Ah, okay. Ich glaube, ich haben sie 6. Das ist doch machbar. Dann habe ich sichere Missionsziel Nummer 4 des. Ach, genau, das ist da unten. Stimmt. Doof. Hey. Doof, doof. Und ich habe sichere Missionsziel Nummer 1, das war bei euch da hinten. Bei den Kultisten. Bei den Kultisten. Na, wie schön, wie passend. Zwei Fliegen, eine Klappe, ne? Ja, so schaut's auch aus. Dann kommen wir doch mal zur Bewegungsphase. Der hier im Flugmodus böppelt nun ein ganz klein bisschen zur Seite und fliegt dann. Obwohl, ne, der hat sich noch weniger bewegt. Jetzt fliegt bis nach hier hin. 50 Zoll weit. Voll gut. Die kleinen Nasenbärchen, die bleiben stehen, während die Space Marines sich ihre 6 Zoll und ja, wir haben alle ein bisschen gepremeasured gerade. Ups. Die werden sich hier vorne rüberstellen. Zack. Wer hat noch nicht mal eine Base? Ja, jetzt hätte ich mal Blase hier. Moral wird das, mein Amt ist. Tut mir jetzt schon weh. So. Dann kommen die alle so ein bisschen hier rüber. Achso, der auch noch. Der ist ja so sonst ganz alleine. So, Girly Man. Hier dazwischen. Tigurius ebenfalls. Gerade hier einzäunen müssen hier mittlerweile. So. Und der Apothekarius fährt ebenfalls hier rüber. Damit die noch ihr Meatschild ein bisschen begleiten können. Dann habe ich jetzt natürlich vergessen zu messen. Maßband in den Mund. 12 Zoll nach vorne. Und bleibt er stehen, weil er noch ein bisschen dackern möchte. Nee, ein bisschen will er noch dackern, der Kleine. Damit ist die reguläre Bewegung schon rum und meine komplette Schocktruppenreserve, der wunderbaren Ultramarines Alpha Schocktruppe, wird mal eben aufgestellt. Aus dem Orbit sind sie gekommen. Einmal der Droppod und die Lordies mit den zwei Meltern vor dem Auto. Dann die Assault Marines mit Plasma vor Magnus und zum Moschen. Da sind die Thermis und mein Captain. Beziehungsweise, Moment, den stelle ich noch hier hin. In 9 Zoll. Um die 6 Zoll Coherency zu ihm zu halten. Bei der gemeinen Lache müsste auch Karten spielen. So, da tue ich ja auch, aber meine Death Guard ist noch nicht fertig. wie gesagt, erst da vorne rüber. Dann kommen wir jetzt in die Psi-Phase quasi rein. In die Psi-Phase. Da ich mir noch nicht so ganz gewiss darüber bin, was die ganzen Psi-Fähigkeiten sind, gucke ich mal eben nach. Er möchte gerne Macht der Helden auf ihn casten. Plus 1 Widerstand, plus 1 Attacke, plus 1 Stärke. Aber der Widerstand wird für die Beschussphase eventuell, falls da vorne was weggeräumt wird, interessant. Mit A7 ist es geschafft. Ist jetzt nur quasi egal. Tja, ballern wir mal. Ballern macht immer viel mehr Spaß. Hier vorne haben wir zwei Melter. Und diese beiden Melter wollen gerne die Baller-Ouvertüre starten. Nicht nervös werden. In den Predator von dir da rein. Überhitze ich die. Auf einer 1 würden die das Modell sterben. Das ist doof. Komm, Space Marines sind Alpha Striker. Mein normaler Melter auf die 3 plus. Jo. Mein Sergeant auf die 3 plus. Jo. Beide treffen. Wobei Melter überhitzt nicht, das wäre Plasma gewesen. Ja. Ich habe mich schon gewundert. Was zählt der hier? So ein Blödsinn. Melter hat Stärke 7. Gegen was für einen Widerstand hat er? Da muss ich jetzt mal selber nachgucken. Okay. Nochmal nachgeguckt, beide zum Glück. Widerstand 7, Stärke 8. Das heißt, ich brauche jetzt 3. Einer geht durch. Wie viele Lebenspunkte hat er? Der Kamerad hat 11 Lebenspunkte. 11 Lebenspunkte? Nee. Nix. Minus 4, das heißt, er hat keinen Save. Dann gibt es W6 Damage.
Das sind 6 Stück aufs Näschen drauf. Die anderen, beziehungsweise die Bolter, die sind in Schnellfeuerreichweite. Da darf allerdings der Sergeant mit seinem Kombi nicht mehr, weil ich da seinen normalen BF benutzt habe. Die hier treffen auf einer 3. Schämst du dich nicht? Ein bisschen, I'm sorry. Und jetzt brauche ich mit Stärke 4 Sechsen. Das sind immer noch 3 ohne DS, also ganz normaler Buchsen-Safer. Das ist halt 3 wahrscheinlich, ne? Das sind 2 weitere. Alter Schwede, wir haben noch 3 Lebenspunkte, der Kamerad. Man könnte jetzt fieserweise sagen, unsere Würfel ergänzen sich. Ja. Das wäre gemein. Und ich schmeiße schon weg. Wir machen einen Counter, wie oft sie zerfallen lässt. Ja. 1. Der hat noch 3 Lebenspunkte. Bevor mache ich mit Magnus weiter. Nein, ich mache nicht mit Magnus weiter, sondern ich mache mit den Snipern weiter. Die Sniper wollen ganz gerne Kahn mal da vorne ein bisschen näher kommen. Ja. Auf die 3. Dürfen das, weil Sniper sind. Das sind im Moment 4 Stück. Der hat wie viele Lebenspunkte? Der Kahn hat, sage ich dir jetzt sofort, hat 5 Lebenspunkte. 5 Lebenspunkte. Das ist, nee, komm. Nicht jetzt zu exzessiv mit den Command Dice umgehen. Treffen auf einer 4, weil Sniper sind, und auf einer 6 gibt es eine zusätzliche tödliche Wunde. Das sind 2 Treffer plus eine tödliche Wunde. Aber zweimal darfst du ganz normal safen. Haben kein DS, ne? Kein DS. Auf die 3. Mhm. Das gibt's doch nicht. Dann verliert Kahn 2 Lebenspunkte. Der Tobi Förner möchte ganz gerne den Magnus. In Magnus darf man rein, weil Magnus viel zu groß ist, um sich zu verstecken. Da sind 3 Plasmapistolen drin und damit es ein bisschen Rums gibt, werden die 3 Plasmapistolen auch mal schön überhitzt. Innerhalb von 6 Terminen, dementsprechend darf ich Trefferwürfe von 1, die mich töten würden, wiederholen. Auf die 3. Nee, braucht gar nicht. Und Widerstand 7. Widerstand 7, dann treffe ich dich auf, verwunde ich dich auf die 3. Einer nur und DS auf jeden Fall so, dass anstelle deines 3er Rüstes wahrscheinlich der 4er Retter mehr Sinn macht. Würfel, drop die 2. Das ist cocked. Das darfst du nochmal machen, wenn du magst. Guck, safe. Dann sind da noch 2 Pistölchen drin, die ebenfalls auf die 3. Nee, aber eins darf ich neu würfeln. Und jetzt auf die 6. Das ist nix. Da drin sitzt ein Kombimelter und der Kombimelter möchte auch auf Magnus drauf. Und zwar nicht im Kombimodus, sondern nee, doch im normalen. Im normalen. Hm? Kombi? Hat der Melter nicht 12 Zoll? Ah, nee, der hat ja den Ding-Melter doch da drin. Nee. Melter-Kanone, 24, oder Melter, der große Melter hat ja 24 Zoll. Ja, oder? Ich guck mal nach. Normaler Melter. Know your army. Danke, Daniel. Der normale Melter des Kombi-Geschosses geht in die rein. Der Bolter geht in ihn rein. Ja. So, erstmal der Bolter auf die 3 wahrscheinlich. Oder auf die 2. Auf die 2, stimmt, ist ja der Chef. Nee, auf die 3 ist doch richtig. Weil ich mit beiden schieße, muss ich 1 abziehen davon. Ah, okay. Genau. Aber dann der Melter in den rein. Auf die 3. Jo. Auf die 2 jetzt. Jo. DS4 ist einer tot. Ist einer tot, genau. Und würfeln, wie viele Wunden ich gerade veranstalte, muss ich nicht, weil die nicht von Modell zu Modell überspringen. Das ist da, Dacker, Dacker, Dacker. Jetzt muss ich mal eben, ich sammle Kapsel, wo ich weiter Dacker. Das ist stimmt, ja, die Kapsel kann auch. Der macht die W6 Schuss auch noch auf ihn da vorne. Also auf den Predator für First Blood. Sturm W6 sind nur 2 auf die 3. Ist einer mit Stärke 5 auf die 3, aber Widerstand 4. Jo, kein DS. Nee, wieso Widerstand 4? Was? Auf Widerstand 7. Auf die 5, genau, richtig, genau. War, glaube ich, eine 6. Ja, schon. Ich guck sonst einfach nochmal nach. DS gar nichts. Also habe ich ganz normal meinen Rüster. Jo, genau. Den hast du geeinst. Ja, das ist doch optimal, ne? Das setze ich gerade meine Scheißwürfelei vor. Jo, dann machen wir hier vorne weiter. Hier ist ein Plasma-Dude, der schießt in Magnus rein. Hier ist eine Rakete, die schießt mit dem W6 Schaden ebenfalls in Magnus rein. Und die Plasma
Kanone wird mal schick überhitzen. Was nicht so wild ist. Ich darf hier einsen. Ich ihn wiederholen. Also, erstmal Plasma aufheben. Auf die 3. Darf ich zum Glück wiederholen? Mhm. Yo! Der ein Glück, ey. Auf die 3. Da gebe ich jetzt einen Kommandwürfel aus. Yo! Aber mit minus 4 hast du deinen 4er Retter. Ja, dann nehmen wir den doch hier. Ja, okay. Wenigstens einer von uns würfelt kein Gemüse. Noch nicht. Das würfelt noch lange nicht. Dann möchte gerne die Rakete ebenfalls in Magnus rein. 48 Zoll. Ein Schuss auf die 3. Die hat, meine ich, auch Stärke 8, dann auf die 3. Nein. Aber da muss ich mal eben gucken, wie meine Shenanigans sind. Oh, der hier darf noch seinen Verwundungswurf wiederholen. Und ja, der darf noch seinen... Auch sein Verwundungswurf wiederholen. Mhm. Zip. 4 auf Widerstand 7. Mit Stärke 8. Ja, Stärke 8, ja. Ja. Okay. Einen, ne? Ja. Auch safe. Beziehungsweise, nee, gar nicht. Bei dem hast du mit einer 5 der Plasma-Ding genau, weggesaved. Insofern, das ist alles im grünen Bereich. Einmal gucken, wie viele Bolter noch da in der Reichweite sind. Und dann schießen die auch noch. Ah, da hast du was vorbereitet? Nee. Quasi von der Base. Nee. Ja. Nee, da ist nichts mehr dabei. Ja, nee. Ja, nee, da war nur der Plasma-Dude drin, ja, und die anderen haben es nicht reingeschafft. Gut, dann ist das Gedacker vorbei. Dann geht's hier vorne weiter. Hier ist als erstes eine schöne Zwillings-Laser-Kanone drin. Und die hat Angst vor den Havocs. Allerdings hat sie sich bewegt, dementsprechend nur auf die 4. Mhm. Und auf die Laska war Stärke 7. Nee, 9. Stimmt. 9 und schlechterer DS. Auf die 2. Dann auf die 2. Jo. Damage wie 6, aber. Ja, aber du hast erstmal einen ordentlichen DS. DS hat die, meine ich, minus 3. Aber du hast einen Decker dabei. Ja, minus 3. Das würfel mal. Wenn du jetzt eine 1 würfelst, dann brauchen wir gar nicht nachschauen. Dann machen wir das in Ruhe. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Aber Scheiße. Einer ist weg. W6 Damage. Such dir einen aus der Einheit. Jo. Ich meine, Tag, ich würfel heute nur eins, das ist doch zum Reiern, ey. Ja. Dann kommt noch der Sturmbolter hinterher, der allerdings auf die 3. Nö. Nö. Zup. Dann, dip. Nur noch der da hinten. Da muss man nachgucken, was er für Waffen hat. Oh, das Storm-Talent Gunship schießt komplett auf Magnus, weil ich darf Trefferwürfe von 1 gegen den wiederholen, weil er fliegt. Ich addiere die drauf. Plus 1, ne? Dementsprechend, eigentlich, weil die Waffen schwer sind, minus 1, weil er fliegt, plus 1. Dementsprechend ist er ganz normal auf die 3 plus. Dann als erstes mit der Zwilling-Sturmkanone auf die 3. Das ist schon mal okay hier. Und mit Stärke 6 auf Widerstand, 7 auf die 5 jetzt. Das ist mal nichts, das ist gar nicht gut. Okay. So, dann nochmal, und zwar mit dem Typhoon Rocket Launcher mit der dicken Kanone auf die 3. Jo, Stärke 8 auf die 3. Sind 2 Stück, da hast du deinen 4er Retter gegen. Mein 4er Retter, der ist nämlich besser als mein Rüstungswurf. So schaut's aus. Einen darf ich wiederholen. Einen darf ich wiederholen, jo. Und komplett gesaved. Alter Schwede. Ja, Magnus, der hat irgendwie gar keinen Bock, angekratzt zu werden. Im Gegensatz zu den World Eaters? Ja, genau, im Gegensatz zu denen. Allerdings, ich glaube, es ist auch niemand, obwohl kann irgendeiner einen Moraltest verkacken. Die, ne? Und die müssen, glaube ich. Ja, aber die haben, glaube ich, Moralwert 8. Die haben Moralwert 8, einen verloren, ist im Moment noch nichts passiert. Ja, gut. Allerdings ist ja auch erst nur ein bisschen Schuss durch, fällt mir gerade ein. Jetzt kommt ja noch der Nahkampf. Es wollen ganz gerne meine Terminatoren in deine Kornberserker rein. Ja, dann wollen wir doch mal ausmessen, wer alles schießen kann, oder? Jo. Zuerst die beiden Plasma-Pistolen. Möchtest du die überhitzen? Nee. Dann würdest du auf einer 2 plus nämlich verwunden. Also, ich meine, ist die Überlegung, Einsen würde ich heute Einsenwürfel lassen, okay, oder? Das ist dein Toter. Ja. Dann erstmal auf die 6, nope. Ne, mit dem Plasma nix, dann kommen direkt die Bolt-Pistolen hinterher. Auch nix. Auch nix. Gut. Dann brauche ich jetzt eine 9 für den Charge. Nö. Nee. Als nächstes möchte mein Assault-Trupp in die gleiche Einheit rein. Okay. Wieder das gleiche Abwehrfeuer quasi. Diesmal wären wir. Die können alle jetzt schießen, ja.
Werden alle drin sein, genau. Ja. Dann machen wir diesmal umgekehrt. Mache ich zuerst 7 Bolt-Pistolen. Jo. 2. Dann schon mal 2 dabei. Wunden auf die 4. Jo. Eine. 3er Büchske. Nee, yeah, einer ist weg. Einen haben wir schon mal umgenietet. Und zwar, zack, normaler. Dann die beiden Plasma-Pistolen noch. Mhm. Jetzt kommen. Hier ist eine 1. Und eine 6. Da ist eine 6, jo. Und dann auf die 2. Yeah, jawohl. Ja, jetzt überlege ich. Nehme ich da auch einen Sergeant? Nö. Dann ist noch einer von den normalen Dudes weg. Das ist eine von den Plasma-Pistolen. Fipp. So, dann mal gucken, ob die denn jetzt wenigstens ihre neuen hinbekommen. Con ist mit uns! Ja. Ah. Könnt ihr nichts wiederholen wegen dem Packs oder? Ich glaube nicht, ich schau mal nach. Die dürfen nichts für heute würfeln, aber die wollen in dein Auto rein. Okay. Einfach mal, wollen die in dein Auto rein? Warte mal, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen arg Angst. Musst du wissen. Obwohl der wird jetzt im Abwehrfeuer genauso scheiße auf mich schießen, sogar noch ein bisschen beschissener, als das gleich in der Beschussphase von euch tun wird. Und dann wird er auch ballern. Insofern, komm, gib mir Abwehrfeuer. Okay, dann gucke ich erstmal, wie oft die Maschinenkanone von ihm schießen kann. Ja. In W6. Darf 6-mal schießen. Nicht schlecht. So, dann holzen wir doch direkt die 6. Oh, und da sind schon mal 2 dabei. Stärke? Stärke 7, meine ich. Und dann auf die 3. Ja, das ist doch nicht schlimm. Es geht ja hier um Stärke 7. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mich verlesen. Es sind eigentlich 2 W3. Okay. Machen wir einfach so. Und jetzt der Runde mal auf die 3. 2 Stück. Bei einem Rent minus 1. Okay, dann haben wir noch 4er Buchse hin. Einer ist tot, einer ist safe. Dann kommt hier einer weg. Gut, dann kommen noch die Heavy Bolter mit jeweils 3 Schuss. Jo. Da ist es keiner. Das ist keiner und dann noch der Sturmbolter. Jo. So, Schnellfeuer 2 wäre es gewesen. 2 Sechsen sind dabei rumgekommen. Ja. Jetzt haben wir auch die Kamera an, da darfst du jetzt mal auf einer 4 verwunden. Nein, auf einer 3. Ich bin ein wenig übereifrig. Ja. Nee, Sturmbolter auf einer 4, genau. Das gleiche Stärke. Einer. 3er Büchsken. Nein! Hey. Dann ist noch einer weg. Dann gucke ich mal, ob die anderen nach vorne kommen. Jo, warum sind denn nur die drin? Das ist ja totaler Quatsch. Dann stelle ich die jetzt mal. So, da sind sie reingecharged und jetzt wird mal eine Runde lustig rumgepeilt und ich muss ja nur bei den 3 Zoll anschließend näher dran sein. Dementsprechend verkriechen die sich mal hier hinter der Eutechen, damit der Magnus die nicht böse anguckt. Wenn ihm den Lack verkratzt. Wenn die jetzt die böse Sachen machen. Oh, zuerst da hauen die beiden normalen mit den mit Zahnstochen. Genau, mit ihren Federhandschuhen drauf. Auf die 3. Und jetzt auf die 6. Das ist einer. Ohne Safe. Ohne Safe. Ohne DS meinte ich natürlich. 3er Rüster. Ohne Safe. Ohne Safe ist das in Wirklichkeit. Und jetzt die Eva aus vom Chef auf die 4 nur noch. Und mit Stärke mal 2 auf die. Der hatte Widerstand 7, ne? Ja. Dann auf die 3. Ist nur einer. DS minus 3. Da habe ich 6er noch. Nö. Und jetzt kommt drauf an. Sind W3 Damage. Heißt, mindestens eine 3 plus brauche ich jetzt. Nein! Er lebt noch! Ja, ein Lebenspunkt. Ihr seid Falleier. Gut, einer ist noch da. Dementsprechend ist auch meine Runde schon dann jetzt rum. Missionsziele habe ich nahezu gänzlich vernachlässigt. Ich kann jetzt aber noch zurückattackieren. Das kann er noch, stimmt ja, richtig. Die Fahrzeuge können attackieren. Ja. Ich habe jetzt aber nur noch nachgelesen, eine einzige Attacke. Okay. Und ich auf die 6 plus wahrscheinlich. Treffe dich auf die 6 plus. Das ist ja Irrsinn. Na gut. Ach, Mann. Gut, dass wir drüber geredet haben. Nein, also der Richtigkeit halber ist es, definitiv so. Genau. Ja, wir haben gerade schon geguckt, die müssen keinen Battleshock-Test machen, die ebenfalls nicht. Moralwert 8, 2 sind weg, da kann nichts fliehen. Die auch nicht. Keiner muss, Battleshock ist Age of Sigma, keiner muss einen Moraltest machen. So rum ist ja richtig. Die da oben übrigens auch nicht. Missionsziele habe ich jetzt gar nicht so viele. Missionsziel 1 muss ich mich mal gleich so langsam hinarbeiten. Die moralisieren leider
nur abseits des Feldes und nicht meine Figuren. sichere Missionsziel Nummer 4 hole ich mir auch gleich. Jetzt überlege ich nur. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, mich mit sichere Missionsziel Nummer 1 abzuplagen. Da will ich weg. Das Ding schmeiße ich ab. Dann steht es am Ende von Ultramarines Runde 1 immer noch 0-0. Und jetzt kommt das Chaos. Zu 2. Wenn du gerne möchtest und den ersten skippen möchtest, ach, super, ja, nein, dann fängt Daniel jetzt mit Zug 2 an. Du fängst jetzt auf dem Mappo, nicht du. Du fängst jetzt mit Zug und ich mache dann noch einen neuen Ultramarines Zug 2 und dann läuft es schon. Ja, gut, so schnell kann es gehen. Also ab Runde 1.